So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Avatar Frontier of Pandora. Wir sind auf der Suche nach, also in diesem komischen Gebiet, nach Dings. Na, also nach in dem Gebiet sind wir gerade unterwegs. Nach Sumpfbienenstocknektar. So. Aber ich habe bisher auch noch keine Sumpfbienenstöcke gefunden. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie sehen die Dinger erstmal überhaupt aus. Ne? Klar, wie ein Bienenstock ist ja rein logisch. Aber ich muss sie ja auch erstmal irgendwo finden. Ich habe Wespennest gefunden, ja. Aber kein richtiges Bienenstock. Keinen richtigen Bienenstock. Daher. Ih. Das ist ja eine große Anlage. Da oben. Bild. Tiefere Verbindung. Okay, da oben ist auch noch ein Dings. Aber ich will hier lang eigentlich auch. Weil hier hinten soll noch etwas Interessantes sein. Und aktuell finde ich leider noch keinen Bienenstock. Deswegen schauen wir mal. Oh. Hier sollen gefährliche Tiere sein. Schnell aufpassen, dass ich hier aha Skarabäus-Schleicher mal wieder. Und noch so ein Wildtier. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt aggro auf mich, findet aber keinen Weg hoch zu mir, ne? Ist auch gut so. Weil ich euch nicht haben will. Natürlich verfolgen. Wow. Tatsächlich. Holy shit. Irgendwo hier vorne soll es sein. Was bist du denn hier? Geh mal davon aus, das war das, was wir dingsen sollten. Aber ich muss wieder zurück in die andere Richtung. Alter. Also. Nee, zeig mal her. Sumpfbiom. Die Richtung muss ich wieder. In die Richtung müssen wir wieder. Weil wir sind leider aus dem Gebiet rausgerannt. Was natürlich nicht so toll ist, aber ist halt so. Ach so, wenn ich
Dorian. Oh. Ah, hier. Hier. Auf jeden Fall Ersatzteile erstmal. Hier ist auf jeden Fall. Was gut versteckt. Das war bestimmt so ein Flieger, oder? Sieht nach einem Flieger aus. Eins von deren Fliegern. Von den Fliegern der Himmelsmenschen. Werden halt wirklich sick. Ne? Nachbar. Okay. Da drüben. Da haben wir Dorian-Früchte. Nee, Heilbeutel ist voll. Lol. Okay. Ich dachte jetzt echt so, oh scheiße, wir haben keine Dorian-Früchte. Ne? Was bist du da drüben? Ach, Gemeinschaftskorb. Gemeinschaftskorb? Das heißt doch eigentlich dann, dass da ein Dings ist, oder nicht? Dass da so ein Lager ist, oder nicht? Guck mal einer. Wer ist da draußen? Komm, ich kann helfen. Hallo, Freund. Immer mit der Ruhe. Ein großer Jäger braucht die beste Waffe. Hier, ein Geschenk der Aranahe. Langbogen-Mod-Seele. Sehnen-Mod, so jetzt. Gartnard bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Liefern? Höhlenwurzel. Habe ich überhaupt Höhlenwurzel? Nee, ne? Ich habe gar keine Höhlenwurzel. Habe ich irgendwo ein Lager? Habe ich noch mein. Irgendwo ein Lager? Lager. Lass mich doch mal gucken. Also hier erstmal Schwefelkapsel herstellen. War doch immer in der Nähe vom Herstellungstisch. Wir sind keine zankenden Seswa. Das sollte Etua wissen. Schade. Was? Ich sehe gerade mein Lager. Hier kein Lager. Oder ist das hier oben irgendwo? Nee. Voll. Nee. Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. Die Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Sie sind winzig. Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Wähl das mal den Leuten, die schon ihr Leben ließen. Also, meist offenbar im Sumpfniederungsbiom der Seidenwälder in Kingnowald. Auf der Karte ansehen. Sumpfniederungsbiom. Das ist ja hier. Das heißt, es müsste ja rein doof hier irgendwo auch sein. Oder nicht? Das sind, glaube ich, Navi. Genau, das sind Navi, die da sammeln.
Frage ist nur. Bienenstöcke. Sieht mir auch nach einer Wieder drüben aus. Hallo. In die Richtung, die ich gucke. Erinnerungsmalerei. Ich hoffe, der Wald macht dir heute Freude. Da oben ist irgendeine Erinnerungsmalerei, die würde ich mir mal angucken. Aber ich finde es trotzdem doof, dass ich hier echt keine Bienenstöcke finde. Ist doch echt doof. Oh, was bist du denn hier vorne? Eine Orchideenpflanze. Lass mich doch mal hier hoch. Na, schade. Wird leider nichts. Ah. Hier komme ich hoch. Guck mal. Hier ist eine Hebelranke schon mal. Das hilft mir schon mal ein bisschen was. Na ja. Zack, zack. Habe ich schon wieder keine Energie oder was? Hä? Hallo? Nein! Bleib doch! Was soll denn der Scheiß? Ging doch eben auch. Oh. Hallo. Na bitte. Geht doch. Bin ich jetzt auch darüber? Ja. Okay. Da komme ich auch hoch. Und. Ja. Ah, schade. Und versuchen. Alles ein bisschen so. Versuchen wir es so ein bisschen. Ah, na komm. Man trickst doch das System hier aus. Ja, sag ich doch. Man trickst doch das System gut aus. Guck mal. Geht doch. Ach du Scheiße. Okay. Na, hier ist auch irgendwo schon wieder ein Türmchen. Hier muss irgendwo schon wieder ein Türmchen sein. Na, ja, guck mal, da drüben haben wir es doch. Ah, kann ich noch nicht, weil erst hier der Turm erst beseitigt werden muss. Dann beseitigen wir erst den Turm und gehen dann wieder zurück zu dem Dings. Also da machen wir mal Stern. Dass ich weiß, okay, da ist der, wo ich dann gleich hin muss.
Na, aber beseitigen wir erstmal den Dingsturm, damit wir hier das Land wieder uns wiederholen. Muss ja da vorne hinter dem Baum sein. Ich sehe eine Aushubmaschine, die den Seegrund absaugt. Sieht übel aus. Stiefel wären gut. Ich werfe einen Blick auf den Plan. So. Erstmal gucken. Wir haben hier überall nämlich Gegner. Meine Patrouille stinkt. Irgendwo haben wir noch Gegner. Da oben. Nee. Ach, mach mal nicht diesen. Ja. Geht doch. Zack. Zack. So. Jetzt müsste ich ja rein, theoretisch. Ne? Rein, theoretisch. Das ist Spezialmunition, naja. Noch ein bisschen Lauf. Hier, Healung haben wir noch. Okay. Dings-Money haben wir auch noch. So, ja. Komm. Machen wir es ganz einfach. Nämlich, indem wir einfach sagen, hey. Bruder. Sabotieren. Irgendwo. Ach, da hinten. Da hinten muss sabotiert sein werden. Sabotieren. Fuck. So. Dann müssen wir nämlich hier rüber. Oben das Zimmer. Dreh das Rad. So. Und dadurch heilt sich Pandora wieder selber. Das ist, glaube ich, Spezialmunition, der voll ist. Naja. Das ist auch Bagger Alpha. Der Bagger Alpha. Gut. Haben wir das auch?
kann ich ja jetzt dahin. Entfernen wir mal. Ne? Anfang. Das ist doch schon mal gut. Wenn sie wenigstens ein bisschen besser wird, ist ja schon mal etwas. Ne? Das ist ja schon mal ein Anfang. Hier hinten irgendwo müsste das dann ja sein. Da. Da ist es. So. Einprägen. Mit der Maus jetzt. Okay, mit der Maus kriege ich es, glaube ich, besser hin. Weil die Maus steuert man ja eher mit den Bewegungen statt mit den WASD. Finde ich ja richtig cool gemacht, so ein kleines Minispiel da drin. Auch wenn ich eher natürlich jetzt nicht gewohnt bin. Bin noch zu heblich. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Bin doch nicht so multitasking-fähig. Leute. Bin doch nicht so multitasking-fähig. Wie gemein ist das denn? Ja, klar! Läuft bei euch. Was denkt ihr denn? Alter. Holy shit. Also an sich eine coole Idee, aber was soll das mit dem Multitasking hier? Alter. Hallo, ich bin ein Mann. Ich kann kein Multitasking. Und natürlich direkt Gegner bei mir. Dieses Land, diese Schönheit, gezeichnet in so vielen Formen. So. Danke.
für die Gaben. Diese Schönheit, gezeichnet in so vielen Formen. Solch unglaubliche Wunder überall. Ja. Sie müssen beschützt werden. Das ist etwas, an das die Sarentu alle Welt erinnern wollten. Dieser Ort, er ist so einladend. Man möchte sich einfach setzen, die Aussicht genießen und jede Sekunde für immer im Gedächtnis behalten. Wie eine Geschichte, die erzählt werden will. Ist das... Entstehen so die Geschichten der Sarentu? Es muss noch mehr solcher Orte geben. Und mehr Geschichten. Erinnerungsmalerei. Ich schätze mal, finde mehr von den Erinnerungsmalereien, ne? 13 Erinnerungsmalereien sollen im ganzen westlichen Grenzgebiet geben. Und 3 Sarentu-Totems. Nur fand ein Totem auf einem Cliff im südlichen Teil des Wasserfallteils. Noch eins davon im westlichen Grenzgebiet befindet. Also, alles klar. Das, also, ne, südlicher Teil des Wasserfallstraße, okay. Könnte man, ne, nach und nach auch mal gucken. Und hier brauchen die ja halt Ölenwurzel und Dings. Das ist okay. Aber finde ich cool gemacht. Ne? Finde ich richtig cool gemacht. Aber ich habe immer noch keine Dings hier. Das kotzt mich an. Dass ich hier immer noch keine Dings habe. Also da, ne, einmal schnell da runter. Edua hat recht. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. So. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. So, so. Ich weiß nicht, warum ich die Beine nicht zimmern kann, aber hey. Clangunst. Schon mal gut. Scharfsinniger Blick. Hier habe ich noch irgendwas. Ah, okay. RDA-Schaden. Also gegen RDA, schätze ich mal. Und hier haben wir noch ein Mod. Okay. Naja. Ja, die Scharlachpilze sind schön und gut, aber ich brauche ja eigentlich auch... Oh, warte mal. Wir haben neuen Pünktchen. Wir haben einen neuen Punkt. Den können wir ja mal gucken, ob wir den irgendwo reinkriegen. Wenigstens schon mal. Stärkung, Dauer des Essens. Bam. Ja, dann haben wir überall schon mal einen Punkt drin. So. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir machen jetzt schon mal Feierabend. Damit wir in der nächsten Folge weitermachen können. Mit den Sammeln von dem Dings zum Beispiel. Den Sammeln von den Bienennester Nektar. Ich weiß immer noch nicht, wo genau ich da das finde, weil ich habe ja den Sumpf schon so halbwegs durchlaufen. Vielleicht muss ich wirklich da weiter in die Richtung. Weil hier ist ja auch noch der Niedersumpfbiom, hier so. Vielleicht muss ich auch weiter da in die Richtung statt hier. Ich würde, glaube ich, sagen, nächstes Mal werden wir einfach mal hier diesen Fluss lang gehen. Einfach mal gucken. Weil ich habe echt keine Ahnung, wo sonst was sein soll. Dementsprechend danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann weitergeht hier mit Avatar Frontier auf Pandora.